Hallo zusammen, ich bin Steffi und wir schauen uns heute mal die Bauknecht B7X89E Silence DE an. Ihr wünscht euch eine energiesparende, umweltfreundliche und zeitsparende Waschmaschine für saubere und reine Wäsche? Die Jekyll Power Waschmaschine B7X89E Silence DE bietet euch mit ihrer Ausstattung die passende Lösung. Möglich macht das die Gentle Power Technology, denn hier wird die Wäsche gleichmäßig von oben mit Wasser besprüht, was eine ideale Reinigung bedeutet und gleichzeitig Wasser- und energiesparend ist. Außerdem haben wir hier eine Energieeffizienzklasse von A minus 30%. Das heißt, wir haben hier sogar noch 30% weniger Energieverbrauch als bei einer Standard-Energieklasse von A. Und noch eine Sache, die richtig, richtig gut ist. Und zwar haben wir hier momentan die leiseste Bauknecht-Waschmaschine, die es auf dem Markt gibt. Möglich macht das der Direct-Drive-Motor, die robuste Gehäusestruktur und die eingebaute Noise-Isolierung. Kommen wir doch zu den Top-4-Punkten, die für die Bauknecht-Waschmaschine sprechen. Wir haben hier die leiseste Bauknecht-Waschmaschine als Frontlader mit bis zu 8 Kilogramm Wäsche im Fassungsvermögen. Dann, wie man schon sehen kann, haben wir verschiedene Waschoptionen. Zum Beispiel haben wir einmal die Kurzwäsche von 45 Minuten. Und der vierte Punkt ist einmal das Steampack 3.0. Hier haben wir einmal die Steam Hygiene Option, die eliminiert 99,9% aller Bakterien. Somit wird die Wäsche schon bei niedrigen Temperaturen optimal gereinigt und ihr habt eine super hygienische Wäsche. Dann haben wir noch die Steam Finish Option. Hier mit dieser Funktion ist gewährleistet, dass ihr noch bis zu 6 Stunden nach Beendigung des Waschvorgangs eine knitterfreie Wäsche habt, indem sich die Trommel immer wieder durch leichte Bewegungen dreht und somit die Wäsche einfach knitterfrei bleibt. Außerdem verhindert diese Option auch zusätzlich noch schlechte Gerüche, weil jeder kennt es, wenn man die Wäsche zu lange in der Waschmaschine liegen lässt, bevor man diese aufhängt, fängt diese an, nach einer gewissen Zeit zu riechen und mit dieser Funktion wird immer wieder durch Dampf, der zugefügt wird, die Wäsche frisch gehalten und ihr habt auch noch nach bis zu 6 Stunden frische Wäsche. Außerdem haben wir hier oben noch neben unserem Rad einmal die Steam Refresh Option. Das Programm frischt Kleidung innerhalb von 20 Minuten auf, ohne dass man diese waschen muss. Das spart zum Beispiel Energie und auch Wasser. Und der Dampf dringt tief in die Textilien ein, entfernt so schlechte Gerüche und entspannt die Fasern. Das wiederum reduziert Knitterfalten und erleichtert das Bügeln. Was ich auch richtig cool finde, ist das Anti-Flecken-Programm. Denn hier reinigt die Waschmaschine bis zu 100 verschiedene Flecken und das auch nur bei 20 Grad. Das ist nämlich richtig cool. Das heißt, die Wäsche wird geschont, die Farben bleiben länger erhalten und ja, ihr müsst die Wäschen und die Flecken besonders jetzt hier nicht extra vorbehandeln. Das schafft die Maschine nämlich auch so. Ja, und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber immer wenn ich Wäsche aufstelle, finde ich mindestens noch ein oder zwei Teile, die eigentlich mit in die Maschine sollten. Aber das geht mit der Bauknecht-Maschine jetzt problemlos, denn wir haben eine Nachlegefunktion. Das heißt, selbst wenn die Waschmaschine schon angefangen hat zu waschen, könnt ihr hier die Wäsche noch nachlegen. Ja, in der heutigen Zeit ist ja auch das Thema Recycling super, super wichtig. Und hier hat sich Bauknecht auch Gedanken gemacht und 87% der Waschmaschinen können recycelt werden, was ich richtig gut finde. Also mich hat die Waschmaschine von Bauknecht sehr, sehr überzeugt. Vor allem diese Steam-Funktion finde ich richtig klasse, denn tatsächlich ist es oft so, dass ich einfach mal die Wäsche vergesse und die ein paar Stunden drin liegt und anschließend einfach nicht mehr so frisch riecht. Und mit diesen Funktionen habe ich da jetzt eine Lösung für mich gefunden. Und ich hoffe, ich konnte mit dem Video jetzt offene Fragen klären, die ihr jetzt noch zu der Waschmaschine vom Bauknecht hattet. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ciao!